Hallo und herzlich willkommen zurück bei GTA Online. Alle Mann unter Wasser. Alter, wie geil das ist hier, wenn alle mit U-Booten hier rumtauchen. Ich kann schon gar nicht mehr reden, weil ich so aufgeregt bin. Ja. Sind wir alle gerade zusammen in einem Boot? Ja, Reschi, was machst du da? Die Reschi bumst mich an. Wie viele haben wir denn jetzt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7? Hat jeder eins? Der Avenger hat keins und der 616-Player hat keins. Genau, die tauchen hier rum. Das ist so ein bisschen wie Meerjungfrauen. Aber ist ja Meerjungfrau, Hammer, Mann und Blaubarschbube sind quasi auch dabei. Ariel. Was war lustig. So, was machen wir denn jetzt heute? Die Ariel war immer schwer in Ordnung, aber der Sebastian war immer schwer in Ordnung. Wie sind die alle noch? Sebastian hieß doch der Fisch, ne? Ja, genau, der Kleine, ne? Und wie ist der Krabbentyp da? Der Mr. Krabs? Ah, ne, das war der andere. Mr. Krabs. Was hat so. Wie hieß nochmal die Burger, die 616, der Mr. Krabs immer gemacht hat? Hey. Krabbenburger. Genau, Krusty Burger, wollte ich gerade sagen. Das wie hieß der Laden nochmal von dem? Ach, die große Krabbe, oder? Ja, genau. Die krosse Krabbe. Okay, Mr. Plankton. Also ich folge euch durchs Plankton und durch die Algen und was auch immer. So, ich düse jetzt einfach mal. Die Tiefe des Meeres. Ich düse jetzt. Zumindest das erste Mal, dass ich jetzt hier Das ist eine Höhle links. Das ist eine fette Höhle. Eine fette Höhle? Also ich hier glaub, ist eine fette Wasser Höhle, warte mal. Viel zu erkunden, oder? Guck mal hier, das. Was ist das denn? Wo geht's denn da hin? Gibt auch wie er mit seinem U-Boot vorfährt. Alter, die ist echt nice, die Höhle. Ach, da geht's mal hinterher. Geht's da weiter? Oder wir folgen Gronkh ins Loch. Ja, Alter, was ist das denn? Ja, der macht nur Scheiße. Ach, krass. Oh, ey. Krass. Geil. Hier ist eine ganz andere Welt. Wir sind gerade durch das Stargate gefahren, weißt du? Die verlorene Welt. Aber die UFOs lassen sich gut steuern. Wir sind in Atlantis. Die UFOs sind super. UFOs. Der Mann ist wieder ganz woanders. Ich war schon beim UFO, was wir suchen. Das ist ja eigentlich die Mission. Jetzt hat er es wieder verraten. Der Mann ist wieder am Schweben. Das wissen die Leute doch schon seit der letzten Folge. Ach ja. Wir haben es doch angekündigt sogar, dass wir das machen. So aber mal. Wenn wir es denn finden. Wasser. Ob wir Captain Iglo irgendwo hier finden? Oder Jack Dawson aus Captain Titanic? Captain Iglo. Hey, Alter, hier ist ein altes U-Boot. Hier ist ein fettes, altes, rostiges U-Boot. Krass, hier zu rechten. Ach, krass. Boah. Wie geil. Ja, mega. Wie lass geil. Lass uns das inspizieren, Archäologenfreunde. Captain Nemo. Wo sind sie? Blub, blub. Boah, das sieht echt crazy aus, Alter. Das ist in der Mitte auseinandergebrochen. Crazy ja. In love. Was? Das ist bestimmt noch von Pearl Harbor. Pearl Harbor. Pearl Harbor, ey. Pearl Harald. Kennst du Pearl Harald? Pearl Weiß. Pearl White. Pearl Harbor, ey. Das ist bestimmt noch von Pearl White. Das ist der Bruder von Walter White. Ganz ehrlich, Pearl Harbor darf man eigentlich gar keine Witze drüber machen. Der Bruder von Walter White. Es tut mir leid, weil es war ja wieder ein unkonventioneller Witz vom Sarazar. Ja, wenn man über Pearl Harbor, da kriegt man direkt auf den Sack. Ja, eigentlich, also solltet ihr sich schämen, ganz ehrlich. Echt. Wenn das die NSA liest oder hört oder sieht. Und das tut sehen sie. Alles. Die wussten die das schon. Die liest das schon. Oh, der Sarazar, der darf nächstes Mal nicht mehr in die USA geil, einreisen. Geil, die NSA war mein erster Abonnent. Ja? Das stimmt irgendwie sogar, ne? Voll traurig eigentlich. Die kannten die Witze schon vorm Sarazar. Ja, wahrscheinlich. Die haben die mir geschrieben. Ich bin da voll... Nee, das darf ich ja nicht sagen. Aber eigentlich schon echt krass, wenn man sich so vorstellt. Haben ne, euch schon mal Leute von der NSA gefragt? Wenn ja, das macht niemand sehr öffentlich, weiß man ja. Ja, klar. Ich bin Agent. Hallo Herr NSA, haben Sie mich schon mal abgehört? Aber sicher, natürlich. Was wollen Sie ein bisschen? Wir werden super Undercover-Agenten, weil keiner von uns glauben würde, solche Spasten machen niemals jemand zum Agenten. Das ist ein bisschen wie Stasi dann, ne? Ja. Man weiß immer nicht, wer dazu gehört. Den Hochzeiten, die dann da passiert sind, wo Ehepaare 20 Jahre lang zusammengelebt haben, nur damit die Frau dem Typen Sachen entlocken kann, das ist so heftig. Krass. Ja, gab's wirklich, ohne Scheiß, sowas. Also, übelst. Jetzt glaube ich nicht mehr an die Ehe. Ich habe mal gelesen, das ist kein Witz, ich habe mal gelesen, irgendwo, wo war das, ich weiß es nicht mehr, da hat ein Kind, ich glaube in Korea war das, Nordkorea, da hat ein Kind seinen Vater verraten, nur damit der was zu essen kriegt, das Kind. Boah. Voll krass, und dann wurde der Vater knallhart umgebracht, also nur damit das Kind eben was zu essen kriegt. Muss dir mal vorstellen, ey. Das war auf jeden Fall tolle Themen für ein Let's Play, ja, denke ich auch. Nee, aber muss man schon sagen, was da in Nordkorea so passiert ist. Schon. Ja, ich wollte gerade fragen, war es ein hungriges Kind oder war das mehr für so ein Snickers oder so? Nee, es war in Nordkorea ist es ja so, da gibt es ja voll die voll das Hungerproblem. Die haben ja da wirklich alle kaum Nahrung und so weiter. Außer der dicke Kim, der stopft sich da die ganzen. Das ganze Zeug rein, Kim wie er aussieht.
Ja, nachdem er seinen Onkel geschlachtet hat, natürlich erstmal. Nee, der war ja auch ill. Oh Gott, Alter. Boah, Alter, wirklich, das ist mit Abstand der schlechteste Witz, den du jemals gebracht hast. Was? Nein, das Schlimme ist, glaube ich nicht. Das Schlimme ist, das stimmt nicht. Nee, aber ist schon echt krass, was da so für Zustände sind. Das ist der illste Shit. Es heißt ja sogar, dass die Frau von dem Kim, die Frau von dem Onkel, dass er sogar war. Kim Possible oder was? Achso. Nee. Jetzt hast du es aber, Alter! Okay, Alter, hab ich jetzt erstmal zu? Oh, nee. Ey, und du lachst, weißt du, du bist der Gong ist so ein verlogener Penner, weil der immer so tut, als wären meine Witze die ab und zu schlechten, aber nein, er hält mit. Was? Und ich glaube, das ist die unterste Schiene der Witze. Ganz ehrlich bestätigen einfach nur, was da teilweise aus seinem Mund kommt. Oh Mann. Kim Basinger. So, jetzt wollen wir Kim ja das UFO finden. Kim Jong Basinger. War die nicht wie die, wie heißt nochmal die andere zu der Zeit? Die Sharon Stone. Ach, stimmt. Das war die Frau von Barney Geröllheimer. Ich glaube, du hast irgendwas verwechselt. Ja, ich glaube auch. Nee, das war die mit dem unten nichts drunter und. Ja, ich weiß schon, mit der Beinklappe. Ja, aber man muss sagen, Sharon Stone sieht schon nicht schlecht aus. Ich glaube, ich muss ja mal außen rum gerade, oder? Sag mal, wo fahren wir gerade überhaupt hin hier mit dem Ding? Also da ich oben folge. Im Norden, ich muss mal kurz halten, im Norden sind diese Zippel, da müssen wir irgendwie rein, oder? Uha, scheiße. Uah. Ich bin in der. Alter, was machst du? Folge niemals. Nein, ich war gerade in der Karte. Was war denn los? Seid ihr alle nämlich rein? Nee, ich nicht. Ja, wie immer halt, ne? Pandoria ist in mir drin, also das hört sich jetzt falsch an. Hast du ein Kind? Was? Wir mögen es alle in den Gronkh zu schlüpfen. Gib's doch zu. Jetzt, Hilfe! Das ist schön warm, schön groß. Man kommt über den Winter, genug Nahrung ist auch drin. Boah, Alter, ey. Vor allem Schokoriegel, ich was? Nichts. Der Gronkh wäre eine gute Schwangere. Ja, ne? Was? Sind wir hier richtig? Wenn ich das mal wüsste, ich sehe hier nichts. Das Kind hätte von Geburt schon einen kompletten Afro, glaube ich. Ich sehe also hier gerade nichts. Ich glaube, der Currywurst muss das mal sagen. Ja, der ist ja der Profi. Ich noch ein bisschen tiefer rein hier. Oh, noch tiefer rein. Ja. Ja. Ich sehe hier gerade nichts, weil ich irgendwie fast auf Grund. Hä, und die Kamera ist heute wieder scheiße. Dem Walle mal hinterher. Hier. Für die Leute, die sich hier gerade fragen, was sind das für Vollidioten, kriegen die wieder nichts gebacken. Wir sind, ich glaube, ich sehe das UFO. Oh, da ist es, tatsächlich. Dad, da ist das UFO. Deswegen sind wir hier, Freunde, die UFO-Challenge. Ach, da hinten? Let's go to the mall. Das ist UFO, yeah. Geil. Warte, Mist. Man sieht das aber sehr schnell. Etwa außerirdische, ist da der Man in Black drin? Here come the Man in Black. Here come the Man in Black. Wow, wer ist das denn? Wer bumst mich denn da wieder an? Ja, ich brauche ja coole Thumbnails, weißt du. Alter, wer drängelt mich denn da ab? Reschi, geh weg, Mann! Ja, was kann man mit dem UFO? Könnte man das UFO eigentlich aus dem Meer irgendwie rausziehen? Nee, ne? Das ist. Alter, das Gruseligste ist einfach, wie die ganzen U-Boote davor stehen. Das sieht richtig gruselig aus gerade. Das sieht aus wie kleine Außerirdische, wenn man von oben da runterkommt. Ist schon geil. Hier sind die Bösen. Kennt jemand den Film, Nein. An dem Tag, an dem die Erde stillstand. Ja, na klar. Der Abstand der schlechteste Alien-Film oder sowas, was, ey, ohne Witz. Boah, sieht aber mega geil aus. Kann man da von unten rein, ne? Nee. Probieren wir's. Weil das so über die Kante steht, da wo die Pandoria gerade ist. Benny, willst du auch mit dem U-Boot kämpfen oder was? Nee, das. Curry? Ist da so lang geheilt. Curry? Ja. Also, unten rein geht's leider nicht. Mach doch mal Werbung für euch, weil die Idee von euch ja war mit dem UFO. Mach doch einmal, nutzt die jüngste Stunde, mach mal Werbung für euer Let's Play. Ja, wir haben ja noch so ein Nebenbei-Let's Play mit dem Benny, ne, und den Archivisten. Jo. Und ja, da waren wir halt auch mit den U-Booten hier. Und ja, da ist auch die Pandoria dabei. Ach schön. So, ja, ich dachte mal, weil die Idee einfach, das war ja nicht unsere Idee. Weil das, irgendwie das UFO soll es ja eigentlich gar nicht geben im Online-Modus, ist jetzt aber doch da. Also ja, gut, es gibt auch UFOs, die durch die Gegend fliegen, oder? In der Singleplayer. Ja, ich glaube, da muss man 100% für haben. Genau, 100%. Ja, im Singleplayer, aber nicht im Online-Modus. Da soll es ja eigentlich nichts geben. Komm, wir parken mal auf dem U-Boot. Geht. Was für eine fette Düse. Ich bin jetzt also genau unsere drunter. Perspektive gibt es natürlich dann auch von dem Let's Play, dem Curry. Und da sind auch öfters mal einfach der Slay Massive. Sly Massive, genau. Der Benny und ich, wir zocken jetzt bald auch Battlefield oder haben Battlefield schon gespielt. Müsst auch mal jetzt machen wir alle Werbung. Dauerwerbesendung. Das braucht mein Channel nicht als Werbeplattform, ja. So, was gibt's denn? Was gibt's denn noch alles hier unter Wasser? Achso, sonst haben wir noch ein paar andere Let's Plays. Genau, und wir haben noch GTA Next Day, was?
Und der Tobi und der Gronkh machen jetzt im Moment Starbound. Das weiß wahrscheinlich gar keiner. Und vielleicht läuft ja schon DayZ oder DayZ oder wie heißt es? DayZ? Kennst du die von, wie heißt sie denn hier? DayZ Duck oder was? Genau. Eine ganz liebe. Oh Mann. Ich kenn noch was, was sich auf, egal. Ja. Was? Kleiner Drecksack. Was sich auf DayZ kopiert. Das war's. Rein! Entschuldigung! Ich wollte jetzt. Okay, Freunde, was machen wir jetzt? Mit den UFOs gegeneinander? Hey! Mit den UFOs gegeneinander? Alter, alle auf mich! Die sind alle auf mich gehen sofort! Wie das überhaupt keine Absicht war! Also indirekt. Aber Walle, was tust du? Ja, ich probiere mit dir zu kuscheln. Tobi, irgendwie ist bei uns immer irgendwie Fettnäpfchen. Ja, irgendwie schon. Was ist hier eigentlich jetzt gerade los? Was machen wir jetzt hier? Ich hab keine Ahnung. Ich rammer den Walle mit dem U-Boot weg. Macht irgendwie Spaß. Was, Ramadan? So. Ey, wir machen eigentlich gar nichts hier. Wir haben das UFO, Alter. Die Folge ist vorbei. Hier ist das UFO. Das UFO war schön. Tschüss. Alle vom UFO. Das ist auch lustig. Jenseits von Gut und Böse hier. So, aber irgendwo, es soll ja noch ein Schiffswrack geben. Kann ja jemand untergehen. Ein Unterseeboot haben wir ja auch schon gefunden. Ein das anderes stimmt. Halt neben unserem. Das war ein Boot unter See. Wobei, das ist ja gar kein U-Boot, das Ding hier, oder? Das ist ein UFO. Das ist ja so ein Mini-U-Boot. Was macht denn hier so? Also, wo drin wir sind. Mal, wer kuschelt denn da mit mir? Wer ist das? Wir haben das bei Walen gesehen. Was? Sag jetzt, ich ruf dich. Das ist doch die einzige Sprache, die du verstehst, wenn du rattig bist. Schnauze, Emma. Hast du gerade Emma zu mir gesagt? Was? Das geht einfach nur bei Emma, geht das so. Wie eine Tropfsteinhöhle. Ach, Alter. Vor allem, keiner weiß, was eine Emma ist. Ja, das nee, ist, das Geilste ist, ich habe letztens gegoogelt, so hier, Sarazar Emma, ganz hochfrequentierter Begriff bei meinen Suchen. Ich habe nichts mit Emma zu tun, keine Sorge. Das ist ein, Emma ist eine Abkürzung. Der Gronkh weiß wofür. Frostdown. Du sollst noch ein Deutsch. Ah, nee, das muss sein. Sag, komm, sag! Nee, das ist wieder. Das geht so wieder in die Privatsphäre. Dann mach ich wieder einen bösen Witz, den ich mir. Weißt du, im Gegensatz zu euch verdrücke ich mir. Das ist ein Let's Play, Junge. Du bist echt vorbildlich in der Hinsicht, muss ich schon mal sagen. Nee, stimmt leider nicht, aber egal. Nee. Wo ist dein Currywurst? Hier gibt's eine riesen Nische im Fels. Was, eine Muschel? Mal gucken, wie tief man mit den Dingern tauchen kann, oder? Ja, ich war gerade schon an der Grenze. Hallo. Ja? An der Grenze wurde bewusst los. Lass mal kuscheln, Tobi. Da unten geht's auf jeden Fall noch weiter. Tobi! Ah nee, da geboren, um Liebe zu geben! Aber wenn das UFO hier ist, was ist Warnung, dann, maximale ist Tauchtiefe fast erreicht. Nein! Schnell hoch, mein U-Boot! Oh mein Gott, nein! Ich muss schnell wieder hoch. Was passiert denn da? Man merkt richtig im Controller, dass das U-Boot gleich zerbricht. Ach, weil das so vibriert, ne? So ein bisschen. Ja. Ah, das hatte ich vorhin auch. Ich würde gerne Torpedos haben an diesem U-Boot. Boah, das wäre so geil. Ja, ne? Oder wenn man echt wie bei Battlefield so ein riesen Schiff hätte, so ein, weiß ich nicht, so ein... Bitte mach nicht so viel Werbung für Battlefield. Ja gut. Entschuldigung, Backfield. Ah, wenn man auf Y drückt, kann man zielen. Das ist ja geil. Ja, auf jeden. Wenn man Y klar drückt, dann schwimmt man schön hier rum. Ich hab echt Y gedrückt. Ich auch, ey, komm! Oh mein Gott, habt ihr wirklich? Alter, das ist voll geil, das ist voll wirklich? Geil. Scheiße! Ich hab Y gedrückt. Nein, ich sterbe! Ich hab mich da rum. Nein! Ich ertrinke. Ich bin tot! Voll der Penner, Alter. Geil! Geile Verarsche, muss ich sagen. Der war richtig schön, gut. Schön. Der war echt gut. Ein Cargo-Bob, oder was ist das? Darauf trinke ich. Komm, Heidi, wir kuscheln hier am schön. Ja, der Gronkh, der hat auch Y gedrückt. Guck mal, ist das ein Cargo-Bob? Eine Luft. War die einzigen zwei Blöden. Pandoria hat auch Y gedrückt, glaube ich. Weißt du, da wird der Gronkh in der Hölle für schmoren. Ja, schön einfach. Wenn du Y drückst, machst du übrigens Nitro bei Autos. Okay, musst aber bei voller Geschwindigkeit machen. Den Witz habe ich echt mal bei einer Person gebracht, hat funktioniert. Oh Mann. Ich dachte gerade echt, das wäre irgendwie umgestellt oder ja, so. Ja, ich auch. Ich denke, da kannst du echt mitschießen so. Ja. Was? Und er sitzt da und freut sich so, ey. Das Geile ist, wenn es so wäre, wüsste es der Gronkh sowieso nicht. Nee, natürlich also, nicht. Ey, warum haben wir auf den gehört, ey? Ich weiß auch nicht. Mal was Neues. Ey, schlag mal beim Schwimmen, Dennis. Ja. Komm her, ey.
Müssen wir auch mal Wasser catchen, wäre auch mal was Geiles. Ach ja, übrigens, wenn ihr Ideen habt... Wie kommen wir denn jetzt unter Wasser? Warte, nicht töten, bitte. Wenn ihr Ideen habt fürs Let's Play, könnt ihr das gerne in die Kommentare posten. Und zwar mit dem U-Boot alle drin. Wie kommen wir denn jetzt wieder Tauchfunktion? Wow. Tauchen tust du, glaube ich, mit... Alter, was ist mit Bandoria los? Die boxt mich von hinten. Was magst du doch? Tauch mal, zeig mir mal, wie ich tauche. Guck mal, wie tauchen wir nochmal? Mit RB. Okay. Oh, guck mal, wie schön das ist. Oh, ich hätte es aber auch beinahe bis zur Oberfläche geschafft. Ich habe da noch einmal aus Versehen Schlagen gedrückt, weil ich dachte, ich könnte irgendwie schneller. Er lacht immer noch, weißt du? Er lacht immer noch. Sag mal, vor allen Dingen, man sieht sofort, wer es ausprobiert mit dem Ziel. Da am Cargo Bob hängt ein UFO, krass. Das stimmt. Ein UFO, sag ich schon. U-Boot. Geil! Das ist der 616, Alter. Was ist das für ein cooler Typ? Aber das ist voll geil hier unter Wasser. Ja, der Let's Play Onkel ist auch im Server. Ja, den habe ich eben eingeladen. Perfekt. Ah, cool. Das ist ein guter. Okay. Wir müssten ja eigentlich mal eine Weihnachtsfolge machen, ne? Das müssen wir aus der Schnee. Oh, bei wem waren da gerade? Das ist hier wieder Kriminalstadt. Ach, der Darmstadt ist mal hochfrequentiert. Ich glaube, ich sterbe gleich. Oh, immer wenn ich mit dem Tobi Minecraft aufnehme, ne? In jeder Folge gibt es eine Sirene. Ich wohne im Ghetto. Ich glaube, wir müssen die Folge beenden. Wo bin ich denn hier? Oh, Alter. Was ist denn hier los, ey? Oh, wie das ruckelt, Alter. Ja, extrem gerade. Schade, das sind nur nette Leute. Was hat der denn schon wieder vor? Tobi, komm mal kurz zu mir. Ich will mal gucken, ob ich mich... Aua! Was machst du ich mich auf dein Boot draufstellen kann und du kannst fahren. Warte mal. Huch. Alter. Uah! Alter. Currywurst. Ja. So, warte, das ist der Tobi. Oh, hier ist voll... Ey, hier ist voll das... Alter. Ich laufe unter Wasser. Ah, jetzt nicht mehr. Ich war grad Moses. Mann, ich krieg die nicht. Was machst du denn? Tobi? Nix, ich gucke die Gegend nicht mehr. Ich bin hier so, da so. Ich probiere Krabben zu fangen. Ah, die Wellen machen Probleme. Ach so. Wie geil war das denn gerade? Das Ding ist voll am Schweben. So, los geht's, Tobi. Du musst aber oben bleiben. Hey, was geht, ey? Geil, auf Boot, ey. Kann leider nicht näher ranzoomen. Huch. Aber den krieg ich vielleicht. Ey, guck mal, ich laufe durch was. Oh. Bist so tief gewesen, Tobi. Nee, da war die Welle. Manometer. Boah, Alter, wie zerflimmert. Ja, was machen wir denn jetzt noch Schönes? Ich krieg euch nicht als Sniper. Alter, was? Wollt euch eigentlich wegsnipern, aber ihr seid zu weit weg. Der Experte am Sniper. Tobi, Alter! Oh, ich bin ein Wal, was? Aber endlich sagt das mal von sich aus. Der Curry hat mich überfahren. Oh. Also überfahren kann man ja gar nicht sagen. Alter, ich häng zwischen dem Cargo Bo. Echt. Alter, wie krass! Oh, ich verreckst du. Guck mal! Siehst du mich, Tobi? Nö, ich guck dich nicht an. Juhu! Das sieht aber lustig aus, was der Dennis da hinten macht. Ja. Huch! Huch! Man kann das super beobachten, ne? Man muss echt auf das U-Boot. Wir sind da noch. Kannst du eigentlich in meinen Dings hinten reinschwimmen, in meinen Rotor? Bitte was? Juhu, ich hänge dran! Komm, Curry, wir machen Zielschießen. Hier unter Wasser bin ich. Oh! Warte. Das ist schwer, auf die Reichweite echt. Auf den Cargo-Bob schieße ich jetzt mal nicht. Nee, ich probiere Idle trauen. Ja. Oder Tobi. Nee, schaffe ich auch nicht. Das ist sau schwer. Oh, Tobi, ich muss nochmal nach oben. Warte mal. Boah. Das war aber höchste Eisenbahn. Ich will in den Cargo-Bob. Komm ruhig mal zum Strand, Idle trauen. Ein bisschen näher. Ach, da seid ihr. Ja, wie das will, ey. Wie das will. So, weißt du, wer schon Y drückt, der glaubt sowas bestimmt. Sarazar, du musst Y drücken, ne? Da kannst du besser snipen. Das stimmt. Echt tatsächlich? Der kommt nur am Lachen. Du zoomst wirklich näher. Benny! Denn RB, Y und 3. RB, Y und 3. Ich hab das nicht mal gesehen, Dennis. Das hat sich gar nicht gelohnt. Oh, ich hab das den Cargo-Bob getroffen. Hat er gerade gesagt, und 3? Ja. Wegen, du musst es dreimal hintereinander drücken. Mhm. Mach ich auf dem Klo immer. Was? Dann kommt die Flünze richtig schön raus, ne? Oh. Boah, ey, Mann. Alter, wie das Ding am Schweben ist. Geil. Hey, Gronk. Hallo. Alter. Geil. Du Drecksack. Alter, wie geil ist das denn bitte gewesen? Du kennst mein schönes Boot, Alter. Ich hab alle in die Luft gejagt. Oh, wie geil ist denn der Cargo Bob, bitte? Ich wollte eigentlich nur dein Dings zerstören. Ach so.
Heidel, das war uncool. So snipert man übrigens. Hast du, du warst das? Ja. Oh, krass, Alter. Wie krass. Ich hab den erschlagen und du hast ihm den Rest gegeben. Natürlich. Und ihr seid so weit weg. Boah, wo bin ich denn wieder gespawnt, Alter? Alter, das sieht ja echt aus wie bei Greenpeace, bei so einer Rettungsaktion. Aber der Sonnenuntergang da hinten mit den ganzen Dingern. Ah, Playmesse wieder hier, der Saraza wieder. Weißt du denn, Sari? Yay, Sari. Der will das, der braucht den wieder, der Walle. Meinst du, ich seh das nicht, Alter? Du bist der Unauffällige mit der roten Jacke. Natürlich. Huch, der Alter. Okay. Jetzt hätte ich die mal gebraucht, die Munition wieder. Schade, dass man nicht irgendwie so Munition kaufen kann. Irgendwie immer, wenn wir ein Deathmatch ausarten, habe ich keine Muni. Ich werde es ausprobieren. Oh. Alter, lass es! Oh. Wie unauffällig, Walle, wie völlig unauffällig. Ja, wie er die Hauptbombe so. Hier. Ja, ihr jagt mich ja jetzt alle, das Benni? Ist gemein. Bin hey. Da vier gegen einen und schlecht bewaffnet. Der Walle macht den Heideltraut gerade. Ja, mach ich freiwillig. Oh, ja, ey. Voll am Traumprügel. Oh, geil. Hör mal. Wo ist denn der Walle mal? Ich bin immer für alle mal. Oh, der Walle ist wieder am Snipern, glaube ich. Ne, der Tobi ist am Snipern. Nee, der Walle. Nee, der hat eine. Oh, der Walle dreht durch. Guck dir das an, der Walle dreht durch. Guck mal, wie der abgeht, Alter. Alter, ihr Säcke. Alter, was hast du? Geil. Geil, geil, geil. Krass. Verdien. Wo okay. steht denn hier mit mir? Ach, die Pandoria. Nee, die ist ja nett eigentlich. Boah, der Sonnenuntergang sieht gerade richtig geil aus. Alter! Der Tobi! Oh mein Gott! Boah, der arme Walle. Laufende Ziele sind mir am liebsten. Ich finde das ehrlich gesagt ganz lustig. Oh, cool. Geiles Auto. Ach so, na dann. Könnt gerne weiter gegen mich kämpfen. Sag schon Bescheid, wenn ich keine Kohle mehr habe. Das Problem ist einfach, dass ich keine Fernkampfwaffe habe. Er hat dann wieder seine Bong offen. Ach ja, hört man schon. Ich habe das gerade mit Red Bull gemacht. Und dann sagst du das, was? Und das ist mir der aus der Nase rausgekommen. Wie der Gong mich jetzt schon anvisiert. Könnt ihr alles auf meinem Kanal sehen? Gar nicht. Ah, das war der Tobi. Einer von euch muss es ja sein. Warum, aber da kommt ja gar keine Gegenwehr, das ist immer ruhig. Nee, ich habe ja keine Waffe, ich kann hier nur mit der Schrot so. Und das bringt am Strand nichts. Wollen wir uns boxen oder so? Ja, das Problem ist halt echt, wenn du ohne Schrot... Du bist kein Vorbild, Alter. Wir kann man mit Red Bull machen. Boah, Alter. War aber wirklich Red Bull, Leute, ohne Witz. Was war das? Red Bull. Red was für ein Bull. Getränk? Red Bull. Bull anstelle von Wasser vielleicht. Sag das doch nochmal. Red Bull. Vielleicht wirst du ja dann bezahlt. Das war Red Bull. Hier, hör. Nee, ist gut jetzt. Der Grom braucht da wieder was für sein Outro. Moment. Hat der da schon wieder auf mich geschossen? Was? Weiß ich nicht. Ja, Tobi, du Kleiner. Ah, Benni! Okay, Benni, komm. Wir treffen uns. Ja, Faust okay, gegen Faust. Komm her, Benni. Komm, ja, Benni. Alter! Mit der Pistel oder was? Ja, Alter, wenn ich sonst nichts hab, muss ich jetzt die Pistel ausmachen, dann pisse ich euch ins Gesicht. Ein Pissolero bist du. Pissolero von Ferien. Boah, der Avenger, Alter, was hat denn der für eine Schuld? Alter, der Avenger ist übelst krass. Der ist ein Killer, ey, der ist ein Killer, aber. Ja. Der hat auch 100 Level 32 oder so. Es ist schon traurig, dass ich echt zur Pistole greifen muss, um mich gegen euch behaupten zu müssen. Ich weiß gar nicht, wo der Walle ist. Wie geil! Ach, keine Muni. Warum finde ich hier nie Muni? Aua, Alter, warte, ich hab den Walle im Visier. Hör doch auf! Nur weil du es bist, Tobi, lass dich in... Oh. Dankeschön. In Ruhe. Da probieren sie es. Ich die Walle nicht mehr, ey, toll. Nein, ihr findet mich überhaupt nicht mehr. Aua! Oh. Hey! Oh nein! Sag mal! Pandora ja, richtig nicht so, richtig so. Alter, richtig da reiß ich so. Jetzt so den Arsch auf, da stecke ich mein Knie rein. Das ist ja unfassbar. Ich knie mich rein. Ich bin immer so lieb. Das habe ich nicht verdient. Ach.
Die ist einfach so gestorben. Nein, weil die Bullen. Okay. Ich find's so geil, wie viel Abstand der Tobi einfach zu allen anderen hat, so, weißt du? Okay, Tobi ist gerade weggeflogen. Hat sich erledigt. Currywurst hat mich getötet, was? Boah. Warum tut Problem er? Problem ist echt, dass der Avenger auch so eine Runde... Oh, Rishi! Dass der Avenger auch so eine Runde... Legt das jetzt schwarz. Sag mal, also das ist ja jetzt ein... Huch! Nein, das wollte ich gar nicht. Entschuldigung, ich wollte... Da explodiert wieder alles. Doch gar nicht. Ich falle hier die ganze Zeit nur irgendwie drauf um. Entschuldige, bitte. Es war nichts Persönliches. Aber doch. Der Walle! Kommt dein Auto ist kaputt! Entschuldige, bitte. War nichts Persönliches, aber doch. Der Walle! Ja, Leute, das ist auf jeden Fall spannend, wie der Rishi mich die ganze Zeit umfährt. Ich hoffe, es gefällt euch. Ich habe mich gerade die ganze Zeit weggesniped, dafür darf ich die mindestens einmal schießen. Das sehe ich nicht. Okay. Dann hole ich mir schnell eine Sniper im Shop. Ist ja im Shop. Weißt du, ich renne hier immer die ganze Zeit bei dem Deathmatch jetzt mit so einem bekackten Waffenarsenal rum, ja. Das ist total anstrengend, ja. Dann gegen euch zu bitchen, yo. Sag mal, Pandoria! Was soll denn das? Da habe ich mal einen Rache-Kill gemacht. Alter, die alte schrot dich weg. Das gibt's doch gar nicht. Mach dir immer einen auf. Oh, mach dir immer einen auf Liebkind. Weißt du, aber hat's faustdick hinter den Ohren. Gleich. Du Penisnase, Alter. Ah, nee, sorry, das war Jay. Alter, was fliegt denn hier rum? Schön, dass wir die Folge dann doch wieder so beenden. Ja, wir stretchen die. Wir stretchen. Huch, Snack plus 1? Hä? Was? Ey, du, Gronkh, du hast so Glück, dass du dein rotes Shirt anhast. Ohne Scheiß. Ja, ne, der ist perfekt eigentlich. Ja. Weil man denkt, du wärst der Avenger. Man will ja keinen so unergiebig töten, weißt du? Ne, du doch nicht. Der wird immer so aus dem Hinterhalt zu jemandem hinläuft. Ich würde das nie machen. Ja, hab ich gerade gesehen. Hier noch Quatsch. Ich weiß, ey, offensichtlich hätte ich es auch nicht machen können, dass ich hinter dir stehe, oder? Benny, nee. Da ist der. Ich hab mich gewundert, dass du dich nicht schon längst umgedreht hast. Ich glaube, es geht los, Alter. Was ist denn los, ey? Ich glaube, ich bin dann jetzt auch tot. Oh, ich hab gewonnen. Die Pandoria will nur 1 gegen 1 Deathmatch. Was ist das denn? Wo ist der Benny? Alter! Ist der Benny? Da ist der Benny. Hä, warum wurde überfahren von der Bullen? Ich kann mir das nicht erklären. Das Achso, die Bullen, ja, alles klar. Nee. Doch, da stand ja nicht, du wurdest von Dingens getötet. Ja, nee, ist okay. Waren die Bullen. Was ist okay, nee? Nee, warst du war, es nee, ich, okay, ich hab damit nichts zu tun, Alter. Kennst mich doch. Komm, Benny, ich nimm dich. Ich töte dich nur mit Ankündigung. Krass. Ich bin jetzt ganz zufällig in deiner Nähe, Gronkh. Hi! Tobi. Oh, ich hab den scheiß Bullen getroffen, nein! Pistolero hab ich bekommen, ja. Cool. Alter. Ich hab dir in ein bestimmtes, war ein bisschen unangenehm, mir dahin zu schießen. Also, mach ich. Boah, die Polizei! Ah ja. Lauf! Ja, lauf, kleines Häschen! Ach, ja. Hat die Folge auf jeden Fall eine spannende Wendung genommen. Ja, auf jeden Fall, total. TV total. So, ein Kopfschuss für die Dame. Was denn? Oh, die hat mich auch getroffen, hier. Alter, warum ist der Kopf aber richtig fresh gemacht? Das ist ja... Bist du der Fresh Prince oder was? Ja, Kopfsalat, frisch wie Kopfsalat. Oh, Alter, die Witze werden immer besser. Wer ist das? Ja, lass uns die Folge beenden, ich hab Hunger. Die kleine Drecksau. Die kleine Drecksau. Mm. Und ich war immer so nett. Den Let's Play-Onkel, den greift man irgendwie nicht an, ne? Weil der so netter ist. Genau, ja, vor allem, weil der nicht Level 6000 hat auch. Und ja, alle lachen, Dobi. Das ist ja egal. Wir haben mich da gerade angeschossen. Das Schicksal. Ich weiß, du warst das. Nee, ich bin gerade im Laden. Tobi, du kleine Kranse. Ja, hallo? Wo ist der Tobi? Hallo? Hallo, Server? Lad doch mal. Ah, Gott sei Dank. Tobinator. So, wo ist denn jetzt Pansendoria? Tobinator. Ich könnte dich jetzt erschießen. Mich? Nee, ihn hier. Ach so. Du hast mich... Alter. Weißt du? Er sagt noch, ich könnte. Ja, wer fragt mich? Der muss sterben. Beinahe. Der ist nett, den mag ich.
Wie? Alter. Alter, Tobi! Bist du das oder ist das Avenger? Ich weiß es nie genau. Der Avenger war das. Boah, Alter, diese Bullen sind so nervig. Alter, Curry, ey. Oh mein Gott, immer diese bescheuerten. Ey, ich hab dich auch gerade schon wieder nicht erschossen. Richi, solltest du dieses Video sehen? Ja, dann warst du das gar ist nicht. Ist gut. Ja, gut, dann greif ich. Ich hab dich gerade zweimal erschossen, Alter. Ja, ja, natürlich. Ohne dass ich den Kill bekommen hab, weil die Bullen nicht immer gekillt haben. Natürlich. Wie kannst du nur durch die Bullen sterben, jetzt mal ehrlich? Ja, die Bullen sind mir zuvor gekommen. Es tut mir leid. Alter, warum? Du hast mich gerade angegriffen. Ich hab dich gehauen. Ja, das war für mich ein Akt des Krieges. Aber ich habe nichts gegen dich. Ich mag dich sehr, Tobi. Lass uns Frieden schließen und die anderen jagen. Ja. Sagte er, nachdem er hinterlistig dem anderen in den Rücken geschossen hat. Das war ganz offen. Da ins Gesicht. Wer wichtig, Alter? Zwischen den Augen. Boah, Alter, wenn hier nicht gerade alles explodieren würde. Alter. Ich konnte dich niemals treffen mit einer Schrot gerade. Ich bin der Sniper-King. Hey, Auszeichnung Meisterschütze. Hast du Scharfschütze geholt, Jan? Ja, Sniper, genau. Weißt du, der Dennis wollte mich gerade wieder töten. Danke, Rishi. Ich hab das Teil gar nicht. Ich hab jetzt nicht mal mehr Munition gleich für die Schrot, Alter. Oh Mann. Renn hier mit so einer Pinökel-Pistole rum. Nein! Bist du das? Alter, die Drecksau, ich hab grad gespawnt. Jetzt hängst du auf 5, ne? Oh. Das gibt's ja nicht. War aber lustig. Ach, oder Rishi gibt mir echt auf die Nerven. Also Rishi, du bist echt nicht. Also die Pandoria macht den Gong gerade frisch. Ja, vor allen Dingen, ich hab grad gespawnt, geh um die Ecke, bringt sie mich um. Was soll denn das? Das ist ja assi. Ja, das ist scheiße. Das macht man auch nicht. Doch, das machst du auf jeden Fall. Nee, ich mach sowas nicht. Nein. Am Spawnpunkt? Alter, ich will mir oben mal den Ort anschauen. Oh. Fuck, hier sind so viele Cops. Tatütata. Ja, die Cops nerven echt. Ja, die Cops mit denen anlegt, ist sofort. Die Cops sind wie Spielverderber einfach die ganze Zeit. Muss vor allem ist das Problem, wenn du hast ein Auto-Aim, zieh gerade auf den Kopf, genau. Schwingt da links rüber und geht auf den Kopf. Aber wir könnten ja in einer der nächsten Folgen mal diese Creator ausprobieren. Oh ja, die gibt's ja auch theoretisch. Und die North Yankton-Mission wollten wir auch noch machen eigentlich. Ja, also eigentlich haben wir eigentlich noch genug zu tun. In 20 Jahren mal dann, ne? Wer schießt denn hier auf mich? Weil wir ja wieder nur Misty-Kacke machen. Ach, Benny! Hast du Hilfe gehabt, du? War doch gar nicht Benny. Ich wollte dich gerade. Gerade hab ich auch nicht gezielt. Hast du mich markiert? Nee, gar nicht. Wolltest du, dass ich es bin? Weil ich dich erkannt habe. Am Schritt oder was? Ja, weil es war so klein, weil so ein schwarzes Loch. So. War so ein kleines schwarzes Loch. Der Schritt schleift so. So, ich bin jetzt weg, jetzt reicht's, ey. Was, wieso? Ja, komm, jetzt wird's wieder in die Alter, Wohl jetzt hab ich, ach so, deswegen. Ich hab jetzt gerade die Granate aktiviert. Wir nehmen wir schon wieder 32 Minutes auf. Wie immer, letzte Session ist irgendwie Mister immer Krieg. Nee, ich hab echt Hunger, ich muss was futtern und so. Ich muss was futtern. Okay. Ja, ist auf jeden Fall eine spannende Folge dann gewesen. Aber Alter, jetzt wollte ich gerade sagen, ich schieße jetzt auf niemanden mehr und dann kommt natürlich der Walle wieder. Ey, Alter, hast du verdient? Naja, wofür? Dafür, dass du mich gerade gekillt hast? Das sehe ich nicht so. Ja. Finde ich nicht. So. Ihr seid gerade alle über mich hergefallen. Wie eine Meute Perverser über ein armes Kaninchen. Oh ja. Was hat denn der Let's Play Onkel jetzt gegen mich? Oh, ich muss nachladen, sorry, Gronk. Muss noch ein bisschen warten. Boah, ja, dafür bin ich Pandoria wenigstens. Oh, Gott, der Onkel hat mich eliminiert. Zu Recht. Auch. Ich glaube, das reicht. Ach ja, jetzt reicht es auch auf einmal. Ja, ich habe dich, glaube ich, genug getötet. Naja, ich bin immer noch in Führung. Darf man nicht vergessen. Oh, da müssen wir noch ein bisschen weitermachen. Doch, am Spawnpunkt schießen ist doch scheiße, Leute. Macht sowas nicht. Was? Wer macht denn sowas? Aber ich weiß nicht, wer es gerade war. Keine Ahnung. Tschu. Okay, jetzt gucken sie alle. Finden sie ein Ziel? So. Dann so, jetzt bin ich ja wirklich Feierabend, sagt der Gronk. So, der Walle ist gerade nicht in Sicht. Nee, du auch nicht, leider. Schade. Wo bist du? Du das? Nee, doch, Tobi. Ich bleib jetzt einfach tot liegen. Aber der Tobi hat es auch nicht anders verstanden. Ich quäl mich da eine halbe Stunde ab, dass ich da wieder hochkomme, ne? Ja, ey, du hast mich umgefahren, gesnipert, mehrfach. Und jetzt probiert der Gronk mich wieder wegzusnipen. Nee, die Pandoria wirft eine Granate. Und hat Let's Play. Oh, hat Let's Play Onkel getötet. Gute Idee. Da hinten bist du. Soll ich dich töten? Nee, bitte nicht. Ja, richtig, das war's. Ach, ich sag noch bitte nicht.
Wir sind das Standing. 8 gegen 8. Ja, dann ist okay, dann lasse ich dich jetzt in Ruhe. Ach, Pandoria. Was ist los mit deinem Mund? In Ruhe. Ich mache Sprachschule. Huch, wer ist das denn? Ach, Mensch. Die Sushin hat geprickelt in meinen Bauch, Nabel. Sorry, Benny. Oi. Sonst hätte es Heideltraut gemacht. Ich wollte ihm nur vorwegkommen. Ja. Walle, der ist echt die neue Heideltraut geworden, finde ich. Was? Also, der ist so pure Aggression in seinen Augen. Überhaupt nicht. Nee, gar nicht, oder? Das ist ein fieser Möb einfach nur. In Wahrheit, ne, der macht sich Pläne. Der hat zu Hause eine Tafel, wo der sich Pläne macht, wie der uns am besten. Ja! Ich bring euch alle! Ach, sag mal, Heideltraut, ich dachte, wir haben Frieden gerade. Haben wir? Oh, tut mir leid. Habe ich gedacht jetzt eigentlich. Dann aber gut, hast du einen aber gut bei mir. Aber Benni, du nicht. Wir werden da wen umgeschossen. Ach so. 5 gegen 3. Boah, Heideltraut, du kleiner Penislecker. Ja. Du Penislecker, das hast du aber ganz nett gesagt. Du kleiner Penislecker! War die nette Version von Schwanzlutscher. Bitte was? Oh, das ist aber. Je später der Abend, desto roher die Gäste. So, ich stell mich mal hier. Ja! Hallo? Ey, du bist das ja. Was machst du denn hier? Sag mal, Walle, ich dachte, wir. Waren wir quitt? Dann brauchst du den Walle gar nicht. Ja, wir waren gerade noch quitt. Geben beim Walle. Brauchst du beim Walle. Nee, Alter. Nee, komm, leck mich am Arsch. Jetzt höre ich auf gar keinen mehr von euch. Jetzt bringe ich einfach alle um, oder was? Was? Okay, ich bin einmal weg. Ich bin schon Folge vorbei. Ey, das bist doch du, oder? Alter, das gibt's doch nicht. Wieso triffst du mich und ich dich nicht? Weil du eine Pussy bist. Ach, halt's Maul, du Schwanzlutscher. Du Penislecker, wenn ich bitten darf. Alter, dem Hausmeister für ein Kaugummi einblasen und mal die Fresse aufreißen, oder was? Den kacke ich ins Essen, Alter. So. Oh, Schlupf. Okay. So. Ich bin jetzt aber echt weg, es reicht mir. Sonst kriege ich nichts mehr zu essen hier in der Umgebung. Ach ja, frage mal den Hausmeister. Oder Mr. Universe, der hat bestimmt auch noch was. Oh Mann. Halt doch einfach den Currywurst. Der sagt gar nichts mehr, ne? Oh, nee. Was? Ich bin der ist geschockt. Ja, hier liegt eine Rakete. Der ist durch, frittiert ist der. Der ist geschockt einfach nur und denkt, oh mein Gott. Verstehe ich aber gut. Ja? Ja gut, Freunde, das war's dann soweit, oder? Wollt ihr euch noch irgendwie prügeln, nee, schlagen, also im Real Life vor die Haustür? Ja, nee, ich finde, Benny und ich, wir brauchen nochmal einen Monster. Sag mal, Curry! Wo bist du denn? Kevin, was ist los? Nee. Alter, Kevin, ab auf dein Zimmer! So, ich steck mal die Waffe weg. Wer will mich hier umbringen? Nö, ich hab die Waffe gerade weggesteckt. Ich bin fertig jetzt. Okay. Ich bin durch für heute. Alles klar, dann schließen wir friedlich ab. Ja, ich höre auch auf. Der Rishi, ne, der treibt mich noch zur Weißglut. Naja, gut, liebe Freunde, dann wünschen wir euch noch einen super schönen Tag. Ja! Avenger! Alter. Ja! Das war ich so hab's klar. Gesehen! Ich hab's gesehen, bevor das war er so klar. Aber es war ein schöner Abschluss. Mal wir müssen, von Avenger. Halt ganz kurz, wollen wir Avenger nochmal umbringen? Der ist ja nicht im Teamspeak. Alle mal auf Avenger. Nee, das schaut so lange. Komm, das war auch lustig. Super Folgenende. Ach, schade. Aber der hat ein rotes Shirt an, hätte er auch blutig enden können. Stimmt, sonst treffe ich dich nachher. Ja, wäre ja mal was Neues. Alle auf Avenger, weiter geht's. Ja, toll. Du Mutiger. Warte, das ist doch Avenger, oder? Ja. Mach ihn platt. Wo ist er denn? Krieg ihn nicht. Ich Alter. Auch nicht. Läuft er da hinten um den Berg rum? Ich hab ihn erledigt. Ah, super. Ah, unglaublich. Wunderbar. Aber das war mehr schlecht als recht, ohne Scheiß. Also echt. Kletter hier einen Berg hoch, einen Felsen der Wahrheit. Oh ja, jetzt reicht's. Wir sollten das für heute, die Folge beenden für heute. Sprach ja. Und ich wünsche euch einen wunderbaren Tag. Tschö. Dito. Tschüss. Tschüss. Oh. Curry. Ja, Freunde, das war natürlich. Ja! Also UFO war geil und danach habe ich keine Ahnung, was wieder passiert ist. Kein Plan. Noch geiler. Ja, eigentlich schon. Es macht immer verdammt viel Spaß. Ich hoffe nur, es ist nicht allzu langweilig beim Zugucken, aber trotzdem, das mit UFO war geil. Also die Folge hat sich gelohnt. Ja, wenigstens irgendeine Sache die Folge gemacht. Damit bin ich zufrieden. Wir haben nicht verkackt diesmal. Und das genau. Ist schon in Ordnung. So, und wir wünschen euch noch einen super Tag. Bis dahin. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss. Ciao. Und Avenger schreibt noch, sorry, aber Multikill musste sein. Die Sau.